Okay, und Und bitte. Sehr schön. hey, guck mal, wer hier ist. Ja, es ist ja Der ist fantastisch. Hat, auch. abgenommen hat er nicht. Er wird ja aber größer. Ganz lieber. Er ist. Er wundert sich, dass er hier auf meinem Tisch hat. Guck mal, so. Hey, da. Ah, jetzt hat's. Guck mal hier, da ist er. Hey, Juma. Hey, nicht auf die Tastatur. Killer. Wenn ich hier unserer Gemeinde erzähle, was er hier erbeutet hat bei uns im Hinterhof, dann sinken die Beliebtheitsraten. Da ist er, aber man sieht ihn nicht, ne? Ja, aber Kat doch, doch. Katzen bringen viele Klicks und Abonnenten. Ah, da Ja, kann ich ja in den Titel schreiben: Mit Katze. jo. Kaya, du hast eine Brille auf. Was ist das? Ist da Glas drin? Ich muss meine absetzen, damit wir einen Kontrast haben. Nee, das sieht doof aus. Was? Ich wollte mal einfach einen Kostümwechsel machen. Ja, ich habe mir jetzt Wir hier haben ja, gerade. wir rennen ja eigentlich weiter, aber ich wollte so tun, als hätten wir jetzt andere Zeit, Genau. andere 3 Wochen Situation. später. Genau. So. Ich hab auch Kostümwechsel gemacht. Ja, ich habe schon gesehen, super. Ja. Ich meine, so läuft das im Film. Genau. Und schon sind wir 30 Jahre später. Ja. So, also für alle, die Mal, jetzt nicht was hältst du von den. meinem Hut? Du kannst doch jetzt das einfach nicht übergehen. Ja, Hallo? also du siehst aus wie irgendwie in Panama, Havanna. Also du hast die Jacke zu Geld gebracht und sitzt jetzt irgendwo in. Die dicke Havanna fehlt noch, ne? Die Havanna in Costa Rica. Dampfgeschichte. Und Kannst du mal kurz wieder dampfen, Kai? Das ist einfach, das sieht ja, ich doch mache noch einen kleinen so Dampfeffekt zum super. Anfang. Achtung, Juma, jetzt kommt Dampf. Oh mein Gott, das ist wie ein Dampfer, ey. Deswegen heißt es auch Dampf. Dampf. Deswegen Er heißt es Dampf, auch Dampf. Dampf, er. So. Deswegen ist das Regal auch noch hinter mir da. Noch ist es nicht weg, Schade, dass aber man bald ist immer. es weg. Sollen sich schon mal alle von dem Regal verabschieden. Aber So, hier ist jemand also. hier, ja? Ja, wenn Wer ihr, sitzt da? zeig mal. Heute mit Katze, heute zu dritt. Das ist, wir wollen ja sowieso mal eigentlich einen Gast dabei haben. Welcher, Warum denn? weißt du, welcher Film ist es mit Katze? Mit Das ist Katze. der Zeichentrickfilm, Animationsfilm oben. Kennst du den? Ja. Und da sind doch diese Hunde. Das weiß ich nicht mehr. Die habe ich sogar im Kino gesehen. Da sind doch diese Hunde und dann ist da, sagen wir mal, Katze. Ja. Hier müsste ich, der war sehr gut. Das ist einer der besten. Aber ich kann mich auch jetzt schon tatsächlich nicht mehr an die Toller Film. Details. Schon ein paar Jahre her im Kino gesehen. Oben. Genau. Für die den Filmtalks davor nicht gesehen haben, die sollten sich den eigentlich zuerst nochmal anschauen, weil das die Fortsetzung ist zum großen Thema Filmkanon. Muss man aber nicht. Man kann Muss einfach man jetzt nicht. Wir starten. sollten vielleicht nur einen Satz dazu sagen. Es gibt einen Filmkanon von wichtigen Regisseuren, Produzenten, Filmkritikern und so weiter zusammengestellt. Und zwar für die Bundeszentrale für politische Bildung, BPB, also was ganz Offizielles. Und zwar Filme, die in den Unterricht, wie auch Literatur, wie auch Musik, wie auch bildende Kunst gehören, nach deren Meinung. Und dieser Kanon ist sozusagen für Lehrer, Lehrkräfte zur Verfügung gestellt worden. Und wir haben über diese Filme schon gesprochen, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen. Okay. Und wir kommen immer weiter in der Zeit. Wir sind jetzt bei 1942 angelangt, bei Lubitsch Sein oder Nichtsein und gehen jetzt schnell voran, weil wir heute den Kanon, das sind 33 Filme, durchhaben wollen. Und das ist Neorealismus. Kann ich auch nicht viel mehr zu sagen, außer dass es Neorealismus ist. Ich kenne viel besser zum Beispiel die Fahrraddiebe, ähnliche Zeit. Hier ist es Roberto Rossellini, der dann auch Ingrid Bergman, nicht zu verwechseln mit Ingmar Bergman,
geheiratet hat und der Vater auch ist von Isabella Rossellini. Hast du da einen Plan? Hast du irgendeine Idee? Ich sehe gar nichts. Neorealismus. Ich meine, Neorealismus. Warte mal kurz. Kannst du was kurz über den Film? Ja, hast du irgendwie... Nee, über den Film nicht. Es geht um Nachkriegsdeutschland irgendwie und es wird sehr nahezu dokumentarisch. Das ist ja fast eine Mischung aus Dokumentar. Also, es ist ein Spielfilm mit sehr vielen dokumentarischen Aspekten. Wie auch, ich weiß nicht, ob du einen von diesen Rossellini-Sachen oder Vittorio De Sica oder wen es da alles gibt, kennst, die eben sehr trocken, sehr sachlich das Hier und Jetzt darstellen. Also es ist fast, wir haben ja einen größeren, übrigens auch gerne mal angucken, Filmtalks nur über Dogma gemacht. Im Prinzip ist es schon viele Aspekte, die wir auch bei Dogma hinterher sehen. Nicht als Dogma, sondern einfach der ist der Film, der am weitesten weg ist, wahrscheinlich vom Zauberer von Oz. Ich würde da einfach mal weitergehen, weil da gibt es ja für mich jetzt nicht so viel zu besprechen. So, Kurosawa. Ich weiß nicht, ob du Sieben Samurai oder Kurosawa für mich auch immer der... Kurosawa, ich kenne... ein oder zwei Filme von ihm. Aber diese, damals hat mich das nie gezogen. Heute müsste ich mir das extra wieder angucken. Und was ich natürlich da, ich meine 1950, wo ich mich daran erinnere, sind halt diese, also die Rituale auf jeden Fall. Und dann auch so, der hat ja sehr, wenn ich mich recht erinnere, sehr fantastisch auch erzählt mit Geistern. Ja. Und Wäldern und so halt. Aber das als immer schwarz-weiß, ne? Ja. Ja. Und das hatte natürlich eine ganz andere Beklemmung auch so. Ja, aber ich habe auch... Das muss nicht in die Schule, das war ja das Thema. Ja, das ist das Thema. Soll es in die Schule, ist es sinnvoll? Will man das... die Kinder, die eigenen oder die man kennt, sich das angucken, das ist, also es ist hier mal auch das Asiatische, ich habe immer große Probleme mit dem asiatischen Kino, muss ich sagen, weil es so eine andere Sprache auch hat, so eine andere Umgang mit Emotionalität, also mit ganz viel, wie du schon sagst, mit so Mystik ist immer ein bisschen mit drin, Sieben Samurai, ich verstehe das, es sind tolle Filme, aber sie sind mir immer ein bisschen fern und fremd. Aber gut, es geht ja um die Schule, da weiß ich nicht. Bin ich auch vielleicht hin und her gerissen. Allerdings, dass es in Japan auch Kino gibt und in Asien, sollte man vielleicht im Unterricht auch mal behandeln. La Strada, Federico Fellini. Fellini. Weißt du noch, wer die weibliche Hauptrolle gespielt hat? Ich will jetzt nichts Dummes sagen. Das war seine ehemalige, seine Frau, glaube ich. Also die männliche hat ja Anthony Quinn, ne? Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und die weibliche ist die, die ich immer nicht aussprechen kann. Ich sag's dir gleich, dass ich es nicht falsch ausspreche. Sie heißt Giulietta Masina. Das kann ich mir aber nie merken. Das werde ich weiß nur, dass sie sehr schön war. So eine besondere, ungewöhnliche Schönheit. Ich meine, so La Strada ist mir begegnet, als ich ein Kind war. Mhm. Und da war ich schon empfänglich für Schönheit von Frauen und so, weißt du? Da kann ich mich dran erinnern. Anthony Quinn ist sowieso der Hammer-Typ. Der hat ja ein fantastischer Schauspieler. Alexis Sorbas. Nicht nur das, sondern auch der Glöckner von Notre Dame. Auch das. Ist einer der Filme, wo ich... Also so toll. Okay, lass uns weitergehen. Ich wollte eine... Ich weiß, wir wollen schnell, aber trotzdem bei La Strada. Er heißt dort Zampano. Und ich hatte erst viel später erfahren, dass der... Ach, er macht doch diesen Jahrmarktstypen. Ja. Das klar. Und der Zampano, kennst du den Satz irgendwie, mach mal nicht den großen Zampano hier oder so, oder der macht den großen Zampano? Klar.
Und das habe ich letztens irgendjemand erzählt, dass das aus dem Film kommt. Also letztens ist vor 2, 3 Jahren. Und er kannte aber diesen Begriff nicht. Ich glaube, das war auch jemand sehr Junges. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort noch gibt. Macht den großen Zampano, kommt aus dem Film und heißt so hier den Larry. Macht mich in Zampano, genau. Aber ich muss mich kurz mal revidieren, weil ich habe 2 Filme durcheinander gebracht. Das, die Frau, die da die... Ich weiß, was La Dolce Vita, ja. Und die da die Hauptrolle spielt, das war jetzt nicht... Ist das nicht Anita Ekberg, die du meinst? Gucke ich hinterher nochmal nach. Hier kann ich zum Beispiel nichts zu sagen. Ich auch nicht. Müssen wir leider überspringen. Kann jemand von den Zuschauern was dazu sagen? Gerne in die Kommentare. Ja, Regisseur kenne ich, aber Film kenne ich nicht. Ob es in die Schulbildung gehört oder nicht. Bitte in die Kommentare. Kann man sagen, die Filme gehören alle mal gesehen. Aber es geht ja darum, um die Schüler. Und da darf man sie mit den Filmen quälen oder nicht, geht es darum halt. Ne? Ja, ist es auch politische Bildung, Allgemeinbildung, gehört es zum allgemeinen Wissen dazu? Über den nächsten weiß ich, da können wir beide schwärmen. Ja, der gehört auf jeden Fall hin, weil allein wenn die den Titel lesen, Aus dem Reich der Toten, sind sie sofort da. Hitchcock ist ja der Meister. Ja, ich kriege am ganzen Körper wieder Gänsehaut. Es ist für mich einer der größten Filme. Und Hitchcock ist für mich sowieso einer, der mich zum Kino gebracht hat und mich auch heute noch, das finde ich an Hitchcock vielleicht als Letztes. Auch wenn man natürlich sieht, dass es ein Film ist, der ist 70 Jahre alt. Sie funktionieren für mich persönlich immer noch. Ich kann mir viele, viele Hitchcock-Filme immer wieder angucken und die konnte ich mir schon mit 15, 16, 17 angucken und sie kann ich mir heute noch angucken und sie unterhalten mich und sie verzaubern mich so. Das ist, und bei Vertigo ist aus verschiedenen Gründen, das wäre ein extra Thema, ein Meisterwerk und gehört tatsächlich in die Schulbildung. Okay. Die Brücke habe ich mir letztens angeguckt. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Was zu Hitchcock sagen. Ja, du kannst so viel, du kannst eine halbe Stunde zu Hitchcock sagen. Ja, ich will aber nur ganz kurz was sagen. Und zwar gibt es auf YouTube Interviews von Hitchcock, ja, die total empfehlenswert sind. Und was ich vorher nicht wusste, ist, dass Hitchcock auch Deutsch sprechen konnte. Ja. Ja, es gibt auch Interviews auf Deutsch mit ihm. Einfach mal eingeben, Hitchcock spricht Deutsch oder irgendwie sowas. Und der Typ ist einfach so interessant. Der ist so interessant. Der ist lustig. Ja, der nimmt sich auch selber auf die Schippe und einfach herrlich. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch gerade diesen Aspekt, muss ich nochmal sagen, dass man auch in den düstersten Sachen immer so eine britischen Understatement, Humor, Augenzwinkern, immer irgendwie mitschwingt. Auch bei Vertigo, obwohl der eigentlich nur nicht ein Film ist, der für Lustigkeit spricht, ist es aber manchmal so dabei, wo es um Witzigkeit und Schönheit einfach geht und so. Das ist, und dann wird es wieder ganz schön hart. Also ich finde das ganz, ganz toll. Die Brücke habe ich mir gerade anguckt. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Da weiß ich, dass der tatsächlich auch, wo ich herkomme, in meiner Heimatstadt, in den Schulunterricht früher schon gezeigt worden ist. Da geht es um eine Gruppe junger Jugendlicher, die im Ende, in den letzten Kriegstagen 45 eine Brücke verteidigen müssen. Viele Schauspieler, die später im deutschen Fernsehen bekannt geworden sind, oder auch Schlagersänger, Volker Lechtenbrink spielt da, glaube ich, mit. Und es geht darum, dass junge Leute verpulvert werden, also dieses letzte Aufgebot und für ein Nichts und dort auf dieser Brücke sitzen, obwohl die, ich glaube, in dem Fall die Amerikaner schon mit dem Panzer davor stehen. Ein klassischer, ich nenne mal dieses Wort, ich glaube, das haben wir noch nie gesagt, klassischer Antikriegsfilm aus Deutschland von 1959. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich kenne ihn und ich weiß noch genau, worum es geht. Mhm. Und er funktioniert wunderbar in der Schule, weil das halt Jugendliche sind. Ja. Ich glaube, dass der sich den auch den Jugendlichen total erschließt, weil sie halt für Erwachsenen Quatsch irgendwas tun sollen, ja, was sie gar nicht tun wollen. Das ist etwas, was die Jugendlichen, glaube ich, permanent mitkriegen. Und der gehört auf jeden Fall rein und der würde auch bestimmt Interesse wecken. Ja, brauche ich nichts mehr zu sagen, sehe ich alles genauso.
für erwachsenen Quatsch finde ich sehr schön. Ja, was soll ich wieder sagen? Neben Hitchcock, mein zweiter großer, jetzt haben sie das Apartment genommen und nicht Manche mögen es heiß oder ähnliches. Aber verstehe ich auch, es habe ich schon 20 Mal gesehen in den letzten, immer alle 3 Jahre gucke ich mir den mal an. Können wir uns nochmal auf etwas einigen? Ich meine, das Apartment, das kennt man oder kennt man nicht? Und wir sollten hier nicht erzählen, worum es geht in den Filmen. Das haben wir jetzt gemacht bei Die Brücke, okay, ja. Mhm. Aber das Apartment, gehört es rein oder nicht? Weil ich möchte ein bisschen schneller. Ja, ob das Apartment reingehört zur politischen Minuten Bildung. Jetzt. Und wahrscheinlich ist das noch eine ganze Reihe an Filmen und ich will ein bisschen durchrauschen jetzt. Ja, das sind 33 Filme. Billy Wilder gehört rein. Kann jetzt gerade nicht entscheiden, ob es das Apartment ist. Einer von Billy Wilder gehört rein. Das Apartment gehört rein, weil es lustig ist. Ja. Weil es eine Zeit darstellt auch. Meiner Meinung nach gehört es rein. Okay, dann Außer Atem. Godard. Gehört nicht rein. Gehört nicht rein. Godard ist natürlich ein... Guck mal, wir reden nicht über Regisseure, die man... Ja, ich verstehe dich ja, du hast ja recht. Ja, wenn du in der Filmhochschule bist, dann musst du wissen, wer Godard ist. Aber wir reden von Jugendlichen, die in der 10. Klasse sind und so, die werden wahrscheinlich solche Filme dann, also man muss sie zwingen, dann wahrscheinlich solche Filme zu sehen. Man kann mal sagen, da gehören alle da rein, die Filme. Und dann müssen die halt durch, ne, wie sie durch Mathematik durch müssen. Außer Atem wäre jetzt kein, obwohl, da müssen sie schon durch. Ich meine, es ist. Ja, aber da ist doch auch, es geht um Kriminalität und es wird geraucht und gestorben und. Okay, weiter. Der gehört rein. Du hast gesagt, der gehört rein. Ich habe gesagt, der gehört rein. Ja, Kubrick. Und ja, gehört rein. Lernte die Dr. Seltsam. Der gehört rein. Die Bombe zu lieben. Ja, wenn Kubrick, dann würde ich auch den tatsächlich nehmen. Ich würde auch diesen Kubrick nehmen. Okay. Weiß nicht, ob noch ein Kubrick kommt. Ja, weiter. Weiter. Zack, zack, zack. Jetzt weißt du was? Ich bin neugierig auf die Filme. Deswegen würde ich einfach mal ein bisschen schneller gehen. Ja, ich mache ja so ein bisschen Suspense. Außerdem haben wir hier noch eine Überraschung, die wir in der ersten Folge gar nicht aufgelöst haben. Ah, Gottes Willen, ich hatte es gerade, jetzt war ich hasse Überraschungen, ich will keine Überraschungen. Weiter geht's. Blow Up, du bist doch Michelangelo Antonioni-Experte, oder nicht? Ich bin kein Experte, ich bin ein Liebhaber, aber Blow Up gehört rein, weißt du warum? Ja, erzähl mir das. Wegen der Zeit und wegen den tollen Kostümen und... Swinging 60s. Ja, und 60. London und so halt. Das gehört auf jeden Fall rein. Okay, gehen wir weiter. Wir kommen langsam Richtung 70er. Das Dschungelbuch, Animationsfilm. Also der letzte, an dem Disney noch mitgearbeitet hat. Ja, gehört rein, klar. Ist auch der erste Animationsfilm, nicht, in der Liste? Ja. Der gehört rein, das wird den Spaß machen. Ja, es ist auch, es zeigt auch, wenn man, das ist auch bestimmt interessant, das mal zu sehen, wie es vor 50 Jahren war, wie es vor 60 Jahren war, wie man da Animationsfilme gemacht hat und so und wie sich es entwickelt hat. Jetzt kommt Konrad Wolf, den wir natürlich kennen, so heißt ja auch die Hochschule in Babelsberg. Ich kann aber zu dem Film nichts sagen, ich war 19. Ich auch nicht. Also wenn jemand was weiß, bitte in die Kommentare und ob der Film reingehört oder nicht, sehr gerne. Und weiter. So, und der nächste wirst du vielleicht auch nicht kennen. Ich habe ihn zufällig vor wenigen Wochen gesehen, weil er auf Arte lief. Das ist von Truffaut, Der Wolfsjunge. Es geht um ein Kind, ich muss das einfach kurz erzählen, dann sagst du, vielleicht fällt es dir ein, dass du ihn gesehen hast, der im Wald gefunden wird und im, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 19. Jahrhundert. Hat der so Haare im Gesicht? Nee, das ist ein kleiner Junge, der ist 10 oder so. Und das ist in Schwarz-Weiß gefilmt, ist so ein bisschen, ist dazu wie praktisch jemand aus einem Wolfsjungen, das ist ja tatsächlich die offizielle Bezeichnung für Kinder, das gibt es ja auch heute immer wieder, die irgendwo ohne Eltern im Wald irgendwo aufwachsen. So ein bisschen auch die Tarzan-Geschichte, das ist ja ähnlich.
dann aber die Kultur kriegt und man in die Kultur aufdoktorieren will. Sitzt gerade, ist das, benimm sehr dich. Sehr gut, der gehört rein. Das wird den Jugendlichen Spaß und machen. Und es ist, ist interessant, ist sehr trocken inszeniert, aber es ist, hat mich sehr reingezogen. Truffaut, wissen wir groß. Wim Wenders oder wie manche sagen, Wim Wendler. ich habe mit Wim Wenders immer, kriege ganz oft Kopfschmerzen bei Wim Wenders und Alice in den Städten kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, was du mit Wim Wenders so. Gehört also, Wim Wendler rein? Ich finde ihn sehr sympathisch, aber ich bin jetzt nicht einer, der in seine Filme reinrennt. Ja, also wenn ich mal so zwischendurch. Mich würde interessieren, warum Sie den ausgewählt haben. Das kann ich nicht sagen. Weil der Mann einfach eine Institution ist, weil er seit 40 Jahren Filme macht. Ja, aber dann hätte ich jetzt irgendwie Himmel über Berlin oder sowas erwartet. Ja, gut. Naja, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Taxi Driver gehört auf jeden Fall rein. Einfach wegen der Ästhetik und auch wegen dem Thema. Und ja. Antidrogen und sowas halt. Ja, da ist thematisch politische Bildung und ein großartig filmisch gemacht New Hollywood, perfekt, Scorsese. Allein, das wird sich so einbrennen in die Jugendlichen, allein wenn der vorm Spiegel steht, du hast das auch gemacht, gib's doch zu. Du hast ich? Was? Sprichst du mit mir? Hast du mich gemeint? So. Und dann kommt die Waffe nicht raus. Das hast du doch auch gemacht. Ich habe zu der Zeit James Stewart-Filme und Cary Grant gesehen, als ich so alt war. Du hast dann so ein Tuch gehabt, ja? Genau, so ein Tuch. Das ist deswegen hier. Das ist ein bisschen Cary Grant. Okay. Und ich habe vielleicht als kleinen Tipp, ich habe gerade, habe ich noch gar nicht komplett gesehen, es gibt im Internet ein paar Berichte, die sich direkt damit auseinandersetzen, wie stark, und das ist extrem, der Joker, der Film, der vorletztes Jahr den Oscar, glaube ich, für den besten Hauptdarsteller gekriegt hat, diese Verfilmung, der Joker, wie das fast in vielen Szenen, und zwar, es gibt auch diese Spiegelszene, von die du gerade gespielt hast, und es gibt auch bis zu Kameraeinstellungen, Farbwahl im Kostüm, sich auf tatsächlich Taxi Driver bezieht. Das war mir gar nicht klar. Habe ich gerade vor 2-3 Tagen irgendwo gelesen und auch ein paar Vergleiche gesehen, was war sehr beeindruckend. Also vielleicht für jemanden, der da ein bisschen recherchieren will, der Joker ist einer von vielen, aber ganz extrem, der eine Hommage an Taxi Driver ist. Ich meine, kurz mal zu Martin Scorsese. Ne? Ja. Kannst du dir vorstellen, wie es in seinem Kopf aussieht? Ich meine, von Taxi Driver bis Departed, ja, was geht in den Kopf dieses Mannes? Also, der hat ja die Stoffe, also Goodfellas und so halt, ne? Also, entweder ist er selber, also, entweder er lebt was aus im Filmbereich, was er selber gerne gewesen wäre oder sonst was, aber. Was ist in seinem Kopf los? Ich meine, das wäre ein Thema für einen anderen Filmtalk. Ja. Ja? Was ist im Kopf? Was geht im Kopf von Martin Scorsese ab? Okay, das war's. Ja, großartiges geht davor. Na, jetzt kommen wir zu deiner Jacke. Ich glaube, er leidet sehr. Oder man weiß es nicht. Ja, deine Jacke ist jetzt wieder dran. Meine Jacke. Die da? Ja. Die ist, weißt du das neueste Angebot? Kennst du das noch? Nee, das kenne ich nicht. 325.000 Euro. Aber ich bin mir sicher, dass ich die halbe Million knacken werde. Also Leute, weiter Angebote. Also du musst vielleicht nochmal einen Halbsatz wenigstens dazu sagen, für Leute, die zum ersten Mal einen Filmtalk sehen. Diese Jacke hat angeblich... wo ist sie denn da? Also du sagst mal angeblich. Angeblich, Rainer Werner Fassbinder mal angeguckt. Ein Zeugen, der hat mir die Jacke geschenkt und der hat gesagt, es war ein Zehnwöldner, Wolfgang Rux, Gott hab ihn selig. Und der hat mir gesagt, das ist die Jacke von Fassbinder. Und wenn der Mann das sagt, er hat gar keinen Grund, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ja? Wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Und er hat mir auch gesagt, guck mal in den Taschen nach,
ob du da vielleicht eventuell noch irgendwie Koksreste findest. Ich meine, es ist jetzt nicht jugendfrei, ja, aber ich habe Bloß das. vorsichtig. Wir haben, ich will das noch Aber mal kurz erwähnen. ich habe natürlich alle Taschen durchgeguckt, nur in eine Tasche habe ich nicht nachgeguckt. Und das soll der tun können, der diese Jacke für eine halbe Million dann spätestens ersteigert. Vielleicht sind da auch noch die Aber Jens geheimen von Fassbinder, der hat Fassbinder-Tagebücher drin, ne? irgendwas anderes zu erzählen, ja angeblich hier und da. Das ist für mich völlig klar, dass diese Jacke Fassbinder getragen hat. Punkt. Aber Das war derjenige, der das Wort angeblicher. wir dürfen jetzt auch kein Bild vom Fassbinder zeigen, weil das wurde letztens von YouTube bei uns ab 18 geschaltet. Also für alle, die sich mal Filmtalks die ganze Reihe anschauen, da ist ein Video ab 18. Nochmal, nicht nochmal. Also ich möchte jetzt diese Liste weitergehen. Ich Bitte, will ja. nur sagen, bitte nicht zu viel mit Koks und Fassbinder, sonst kriegen wir Probleme. 27. Wir sind in der 28. Minute. Oh. Stalker? Ja, der Name fiel schon bei der vorigen Sendung, Vielleicht beim können wir vorigen uns Film das Talks. an. Diese Reminiszenzen an die anderen Filmtalks finde ich. Lass uns das nicht andauernd erwähnen, dass das da und da vorkam. Das ist jetzt einfach, ich will diese Liste durchgehen, verstehst du? Ja, du Ja. erzähl was zu Tarkowski. Da hatten wir ja gesagt, Stalker. dass wir demnächst mal über Tarkowski sprechen und das dann unter dem Sex-Thema verkaufen, wegen der Klicks. Das habe ich Stalker. überhaupt nicht gesagt. Ah! Ich habe nicht einmal Tarkowski mit dem Wort Sex in Verbindung Ah! gebracht. Ja, na Nee. gut. Was hältst du von Tarkowski? Schule, gehört das in die Schule? Nicht in die Schule, aber in die Filmhochschule. Weil der hat ja, ich weiß nicht mehr, der hat ja einen Film gemacht, der geht über 7 Stunden. Ja. Wie hieß, also das. Okay, lass uns jetzt nicht, jetzt wird es peinlich, einfach weitergehen, bitte. Blade Runner, ganz klar, gehört rein. Zukunftsvision, das wird die Kids fesseln. Ja, und das ist auch schon Geschichte, nicht? 81 ist jetzt tatsächlich 40 Jahre her. Das Verrückte ist, dass du, ich meine, es ist doch total verrückt. Man kann sich diesen ersten Blade Runner angucken, die Fortsetzung quasi, fand ich überhaupt nicht interessant. Aber den kannst du dir wirklich angucken und du denkst so, alle die Ästhetik, die danach kam, baut sich auf diesen Film auf. Ja, also, und in dem Stil funktionieren sie auch sehr gut. Ja, es ist auch natürlich für einen Szenenbildner und in Szenenbildseminaren, jetzt will ich nicht ans Buchregal gehen, da könnte ich jetzt Entwürfe zeigen. Blade Runner zeigt auch, was ja, wie Film eine eigene Welt aufbauen kann. So, kann ich gar nicht zu sagen. Das ist der erste Film, wo ich nichts und auch gar nichts kenne. Ich weiter Kommentare, wer weiß, darüber weiß. Shoah weiß ich, dass es den Film gibt. Ich habe auch, kann ich auch nicht viel zu sagen. Es ist jetzt tatsächlich die Frage, wie stark solche Themen in einen Unterricht mit reinkommen. Es ist ja politische Bildung und man merkt ja hier schon bei einigen, dass sie ganz klar, auch übrigens haben wir nicht gesprochen, Ehe der Maria Braun und dass es um Aufarbeitung des Faschismus geht und um bestimmte Themen geht. Und da wäre das natürlich dann auch ein Beispiel. Warte mal ganz kurz, du kannst jetzt nicht einfach über die Shoah so. Den Film, ich kann über den Film nicht viel sagen. Sag was. Bringe ich jetzt da was durcheinander? Es gibt ja auch es ist ja nicht nur ein Film, oder? Es sind nicht Das ist mehrere. hier ist es ein Film von 1985 aus Frankreich. Und der quasi, der erzählt ja über die Juden. Ja. Vernichtung quasi. Und Ja. das ist, wie das passiert. Und ja, und das gehört natürlich in den Unterricht. Das gehört natürlich in den Unterricht. Und ich bin ja auch damit groß geworden. Ich bin ja auch hier zur Schule gegangen. Und als ich das erste Mal mitgekriegt habe, was da quasi Menschen gemacht haben, damals war mir noch gar nicht bewusst, wir reden von den 80ern, ja, also Ende, Mitte, also
Anfang 80er, Mitte, so halt, ne? Da haben ja noch alle gelebt, ja, die dabei waren. Verstehst du? Wir sind ja mit denen quasi auf denselben Straßen gelaufen. Ja. Und jetzt sterben diese Leute natürlich alle aus. Ich rede nicht von den Menschen, die in KZs waren. Ich rede von den Tätern. Ja, ich rede von ich denen. Weiß, dass du, ja. Ja, ja, verstehe ich. Ich rede von denen, die einfach ihr Leben weiterleben durften. Ja, und daran beteiligt waren, Millionen von Menschen auszulöschen. Familien. Ich finde, ich bin jedes Mal, muss ich stehen bleiben und dann lese ich die Namen von den Stolpersteinen. Ne? Das ist eine fantastische Idee. Danke nochmal an den Künstler, sein Name fällt mir gerade nicht ein. Ja, finde ich auch, das ist eine fantastische Idee, weil ich gucke dann drauf und dann denke ich so, oh mein Gott, die haben seine ganze Familie abgeholt. Ja, und die sind in Auschwitz gelandet. Und wenn ich dann lese, die konnten fliehen, dann denke ich so, Gott sei Dank konnten die fliehen. Ja, also das gehört auf jeden Fall in den Unterricht. Und wenn es. Ja, dass es im Unterricht gehört, ist ja noch ein bisschen, ist ja, sagen wir mal, ist jetzt auch für mich jedenfalls keine Frage. Ich kann bloß zu diesem Film nichts sagen, weil Film ist nun mal auch eine Kunstform und ich kann mich nicht genau erinnern und weiß, ich weiß, dass es den gibt und das mehr, da hört es bei mir eben auf. Also ich habe Erinnerungen dran, genauso wie an Roots. Ja, und daran habe ich sehr gute Erinnerungen. Also ja, sehr intensiv. Ich hab Erinnerungen dran und ich finde Roots und auch Shoah, die gehören einfach in Unterricht rein. Ja, Roots ist natürlich eine Serie. Das ist das, was man vorbereiten muss und dann müssen sich die Schüler das, da müssen sie durch, da müssen sie durch, Punkt. Roots ist aber eine Serie, deswegen kommt sie hier nicht vor. Aber durch den Film M müssen sie nicht durch. Aha. Nein. Ja, das ist meine Meinung. Ein kurzer Film über das Töten. Christoph Kieslowski, ja, der dann auch drei Farben gemacht hat, ne? Wenn ich mich recht. Ja, ja. Drei Farben und das war eine Trilogie. Ja. Kieslowski ist ja wirklich ein fantastischer Regisseur. Ein kurzer Film über das Töten ist. Das ist für mich ein Meisterwerk. Also Kieslowski ist ein Großmeister, Regisseur. Und ob das jetzt aber, das müsste mit Vorbereitung sein und so weiter, weil es ja sehr destruktiv ist, was da passiert. Und wenn man das schön einbettet, dann könnte der Film auf jeden Fall rein. Okay, Kieslowski. Ist dann, glaube ich, sehr jung gestorben, weil danach kam, glaube ich, nichts mehr. Ne? Der war nicht jung. So, kennst du hier diesen iranischen Film? Nein, leider nicht. Ich auch nicht, muss ich auch leider sagen. In die Kommentare und ob es da reingehört oder nicht. Genau. Ist auf jeden Fall interessant, da was auch mal drüber zu hören. Ang Lee, ich gehe mal ein bisschen süße jenseits. Jetzt sind Filme, die finde ich sehr speziell sind. Also Atom Egoyam kenne ich ein paar Sachen von. Das sind Independent-Filme. Ang Lee ist Eissturm. Hast du den mal gesehen? Nein. Kann ich mich auch nicht erinnern. Ang Lee hat dann einige große Sachen gemacht. Wir gehen mal weiter durch. Almodovar. Ja, auf jeden Fall. Der Mann ist ein Großmeister. Ja, die haben hier jetzt zum Schluss Filme genommen, die ähnlich wie Almodovar, den ich auch, den Film habe ich auch im Kino gesehen, das ist ein Großmeister und wo praktisch, nennen wir es mal independent, unabhängige, wirklich unabhängige Filmemacher in den verschiedenen kulturellen Zusammenhängen Filme machen, was ich schon ganz interessant finde und da wäre bei mir Almodovar auch dabei, da könnten wir jetzt auch andere aufzählen und die haben sich jetzt für Ang Lee und Egyonan entschieden. Ich glaube, was es noch kurz gibt, was sagt die Zeitpolizei? Die sagt 36. Oh, ich mache nochmal, ohne dass wir groß drüber sprechen, wir können ja allgemein kriegen, es gibt nämlich noch einen Kinderfilm-Kanon, da ist Dein The Kid dabei. Da gehen die nochmal auf ganz, da steht es ja ab 6 Jahre, ab 8 Jahre, ab 6 Jahre, sind auch teilweise die gleichen Filme dabei, aber auch The Kid war ja gar nicht dabei.
den hattest du ja für dich mal besprochen. Ja. E.T. habe ich gerade da, will ich mir den demnächst mal angucken, wieder nach langer Zeit. Ja, süß. Funktioniert aber für mich nicht mehr so wie früher. Weiß ich gar nicht. Ich war ja nie mit E.T. groß geworden. Du siehst diese Gummipuppe und das, es funktioniert einfach nicht mehr. Wir sind so, ich bin so von den Effekten, die ja heutzutage. Ich habe jetzt Ready Player One von Spielberg nochmal gesehen. Ja. Ja. Und also Spielberg ist ja auch ein Großmeister. Mit Sternchen würde ich sogar dazu sagen. Ich bin immer je länger ich lebe, davon überzeugt, dass dieser Mensch wirklich ein absolutes Ausnahmegenie ist. Was Film, das ist so sein Medium, wie ein Maler, der seinen Pinsel schwingt und Jahrhunderte später noch betrachtet wird und alle so, oh Gott, wie konnte er sowas malen? So ist Spielberg für mich. Ja, der Mann hat wirklich, der hat über Jahrzehnte, der hat so viele Top-Filme gemacht, die fast, also wirklich, ich glaube, der ist mindestens eine Milliarde Menschen bekannt. Wenn die hören Spielberg, ja, ist, der weiße Hai, E.T., dies, das, ja. Und jetzt mit Ready Player One, das ist der letzte, den ich von ihm kenne, hat er nochmal die Jugend. Das ist nämlich die Kunst halt, ne? In der Zeit nicht zu veralten, sondern immer jung zu bleiben und die Themen auch zu erkennen. Ja, und aber hat natürlich ein Team, ja, aber. Ja, aber das ist, da gebe ich dir recht. Ich will zwei Sachen noch ganz schnell zum Abschluss sagen und dann noch eine abschließende Frage stellen. Dann muss ich noch dir zeigen, was da hinten ist. Ne? Dann haben wir noch vier Punkte. Also Punkt 1 ist, deswegen überrascht mich, dass in der Liste der 33 Filme nicht Schindlers Liste ist, wo du auch gerade so vehement gesagt hast. Also erstens Spielberg, dann ein großartiger Film, völlig thematisch unabhängig, einfach großartig gefilmt. Und dann natürlich über die Thematik haben wir eben ausführlich gesprochen. Ist nicht dabei, wundert mich. Es gibt ein paar Sachen, die mich wundern, aber Schindlers Liste wundert mich sehr. Punkt 1, weiß nicht, ob du da was zu sagen willst. Nein, das ist ja... Nö. Hätte ich vielleicht vorgeschlagen, wenn ich hätte... Ich hätte den Film... Vielleicht zu dicht dran an der 2005er Konferenz, oder was die es gemacht haben. Ich glaube, der ist nichts für, das ist nichts für 10. Klasse oder 9. Klasse, ehrlich nicht. Das sollte man, man behandelt ja die Nazi-Herrschaft, behandelt man ja im Unterricht, aber Schindlers Liste, die ergreift einen so sehr. Also als junger Mensch habe ich ja den Glauben an die, als ich in der Schule war und dann erfahren habe, was da mit den Menschen, wie sie umgebracht wurden und dann verbrannt wurden und so. Als ich das erfahren habe, habe ich meinen Glauben an die Menschheit verloren. Ich war fix und fertig. Ich dachte, wie kann das sein? Wie können Menschen anderen Menschen sowas antun? Und Kindern und Alten und Kranken und so, ja? Also das mit so einer Unmenschlichkeit konfrontiert zu werden, ist in dem Alter, weiß ich nicht, da musst du älter am Abitur und so halt, ne? Also da kannst du auch mehr damit anfangen, glaube ich. Ja, wenn du so 18, 19 bist und schon ganz anders nachdenken kannst und so. Ja, aber du hast ja gesagt, dass sowas wie Shoah oder Roots, was jetzt nicht um Faschismus geht, aber... ähnliche, natürlich ähnlich menschenverachtende Geschichten. Das ist schon sehr, sehr emotional, deswegen. Das stimmt. Ich will dann als zweites, ich habe gesagt drei Punkte, noch einmal, falls vielleicht ein bisschen Vergessenheit geraten, aus den 20ern die Lotte Reiniger erwähnen. Ja. Die hat nämlich... Bitte? Wir müssen auch sagen, was fehlt unserer Meinung nach. Ja, das wäre dann vielleicht nochmal interessant, aber da komme ich jetzt, glaube ich, so schnell gar nicht drauf. Aber ich will diese Lotte Reiniger erwähnen, weil sie hat eine Sache gemacht und ist fast die einzige weltweit, die das zu ihrem Spezialität und
ein eigenes Genre gemacht hat, Scherenschnitt, ein schwieriges Wort, Scherenschnittfilme gemacht, die unwahrscheinlich aufwendig sind, ganz simple Animationsfilme, die noch immer bezaubernd sind. Und ich kann mir auch vorstellen, bei einem heute 7-8-jährigen Kind noch ihre Wirkung erzielen. Vielleicht heute sogar schon bei einem 4-5-jährigen Kind oder so. Lotte Reiniger gerne mal angucken, gibt es viele Bilder im Internet zu finden oder kurze Filmschnipsel. Reine Scherenschnittfilme aus den 20er Jahren, sage ich jetzt mal ganz grob. So, dann meine dritte Frage und dann kann man ja vielleicht nochmal vielleicht tatsächlich sagen, was wir fehlen. Wir haben ja gesagt, dass wir nächstes Mal einen Film besprechen. Kai, ich wollte noch was sagen, welcher Film da unbedingt rein muss. Ja, gerne. Meiner Meinung nach, das ist Der Dieb von Bagdad. Dass der da drin fehlt, ist für mich eine Katastrophe. Wieso das? Der Dieb von Bagdad, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da war ich vielleicht 9, 10. Und zwar war da ein... Ich habe damals in Senne 1 in Nähe Bielefeld gewohnt und da war ein Jugendzentrum in so einer evangelischen Kirchengemeinde und da haben sie immer donnerstags Filme gezeigt, mit Projektion auf kleine Leinwand und so halt. Ne? Mhm. Und ich habe da den Dieb von Bagdad zum ersten Mal gesehen. Und als dann der Djinn da in die Würstchen ihm gegeben hat, ne? Ja. Da war ich hin und weg, Mann. Ja, das ist so ein... Er hat die Würstchen gewünscht, eine Pfanne, sein erster Wunsch. Und dann hat er ihm das so einfach hingelegt. Das ist so eine Verzauberung, die man dann hat. Also ich habe jetzt tatsächlich im stolzen Alter von ungefähr 50 irgendwie letztes Jahr zu Weihnachten den kleinen Muck mal gesehen von Wolfgang Staudte. Ich habe den auch kürzlich gesehen, ja. Und da ist es ja ähnlich. Es ist natürlich unterschiedlich, ob man das mit 5, 15 oder 50 sieht. Aber es ist natürlich, ich kann genau vorstellen, was in den 50er Jahren bei den Kindern in der DDR oder auch noch später oder auch noch heute losgelöst wird, wenn man den mit 6, 7 Jahren sieht. Das hat ja das Zauberhafte. Mit DDR oder so nichts zu tun. Ich habe ja. Nein, das hat mit DDR gar nichts zu tun. Ich habe ja auch als Kind gesehen. Wir hatten ja hier auch Ostfernsehen. Und ich meine, der kleine Murk oder die Serien so Lollek und Bollek. Ja, ja, das wahrscheinlich das war, auch. Das war fantastisch. Ich habe mir das immer. Ja, 3 Haseln. Wow, ja, unbedingt. Die hat ja danach keine Filme mehr gemacht, ne? Oder nur ganz wenig. Ja, also ich, das die ist... Die Rolle wird nicht mehr los, ne? Die hat noch Prinzessinnen gespielt, aber dann ging die, dann war irgendwann diese, wahrscheinlich gingen die Prinzessinnen aus. Die Filme. Wie bei Pippi Langstrumpf, Darstellerin. Heißt das, wir sind durch? Wir sind durch. Ich will jetzt noch sagen, nächstes Mal, weil du mal fragst, was machen wir nächstes Mal, reden wir 10 Minuten mal über M. Das ist mein Vorschlag und jetzt musst du noch einen aus der Liste nehmen. Welchen? Nicht lange, nicht keinen richtigen, keinen Vortrag, sondern wir diskutieren ein bisschen. Soll ich nochmal durchgehen? Lass uns Blade Runner nehmen, das gibt mir Motivation, mich noch mehr mit dem Film zu beschäftigen. Okay, also dann haben wir nächstes Mal, nächste Woche im Kinosalon Blade Runner von Ridley Scott 1981 und das ist doch schön, genau 50 Jahre vorher, stimmt das? M von Fritz Lang 1931. Das sind noch 2 wunderbare Filme, über die wir ein bisschen hin und her sprechen können. Und das sagt auch sehr viel über uns aus, weißt du? Über darüber, wo du hängst und da, wo ich hänge. Genau. Ja, jetzt kommen wir mal zu der Auflösung, was denn da bitte schon hinter mir ist. Ja? Oh, man kann schon ein bisschen erkennen. Ja, man kann irgendwas erkennen plötzlich. Du hast ja... Du musst Juma erstmal zur Beruhigung. Juma hat sich versteckt. Und zwar hinter diesem, was da ist. Schade. Du hast ja im Januar Geburtstag gehabt. Ich habe im Januar wieder Geburtstag, ja leider. Ja, wir haben ja jetzt August
Und wegen Corona konnten wir uns ja nicht so oft sehen und so weiter. Und ich habe ja ein Geburtstagsgeschenk schon gehabt für dich, so. Ah. Und das werde ich jetzt gleich lüften. Und ja, herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Warum Gott? Und bald haben wir wieder Januar und dann sehen wir uns ja wahrscheinlich, ist ja alles anders jetzt. Ja. Und ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen so. Jetzt bin ich aber total aufgeregt. Das ist mein Geschenk für dich. Wow, geh mal ein bisschen näher, dass ich es unten auch sehe. Das ist sehr ins. Liebe, ich kann das jetzt nicht näher bringen und so weiter. Das ist Ja. alles komplizierter. Liebe, kälter als der Der Tod. Tod. Der Tod. Sehr schön, du hast das. Mit Rahmen und so weiter. Das ist Wunderbar. ein Geschenk für dich. Und du wirst mir nie wieder sagen, dass diese Jacke Ja, ich gucke schon andauernd. unwahrscheinlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass, was sagst du mal? Das Angeblich. Angeblich. möglicherweise eventuell Du sagst, das ist angeblich von Fassbinder. angeblich Das will ich nie wieder hören von dir. Okay, mit 47. der Originaljacke drauf. Okay, ja, sehr, sehr schön. Das wäre, ja. Dankeschön, ich bin ganz gerührt. Ja, sehr, oh, du bist gerührt, man sieht es dir an. Also für einen Bremer ist das ein Emotionsausbruch, wie es Moin, ihn noch moin. nie gab. Okay, Captain, jetzt. Okay, dann. Nee, hier, Abspann. Wie jetzt? Ja, Bildschirm Filmtalks-Abspann. freigeben, so. Zack, und sag mal Action. Action! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.